Einer, der uns wirklich tatkräftig unterstützt hat bei der Entstehung dieses wunderbaren Covers und Bühnenbilds, ist heute Abend auch hier. Er steht anstelle im Original von Sonny Liston. Und wer ist Sonny Liston in Köln? Ganz klar, Peter Müller. Danke. Danke. Jetzt oder nie. Müller boxte unkontrolliert. Pippo mahnte und da gab es beim Ab einen Kurzschluss. Eine gezielte Gerade und Pippo ging K.O. Oh. Kleine Erinnerung, 1952 in der Eissporthalle, im Eisstadion, hätte Peter, also der Ringrichter Max Pippo, K.O. gehauen. Ich meine, es ist nicht normal, dass man einen Ringrichter K.O. haut. Deshalb soll man doch der Mann uns fragen, was hat dich dazu bewogen, der Pippo auf die Bretter zu schicken? Ja, Tommy, das kommt so. Immer im Nahkampf, ich bin ein kleiner Mann, muss in den Nahkampf rennen und immer sagt der Ringrichter, trennen, trennen, trennen. Ich sag, warum trennst du mich immer? Ich bin muss an dem Mann da ran, halt den Mund, sitzt keiner. Da war ich raus, hab mich rumgedreht und dann ausgedacht. Ja. Das ist einzigartig in der Boxgeschichte, ne? Hat sich bis jetzt, glaube ich, noch nicht mal wiederholt. Max Pippo ist mittlerweile gestorben. Aber das hat nichts mit diesem Kampf zu tun. Also es ist auf natürliche Art und Weise gestorben. Wir haben überlegt, was kann man machen mit Peter Müller? Wir hätten normalerweise hätte man so eine kleine Ring aufgebaut und hätte mit Peter so ein bisschen Box gehört. Aber wir wären so nach und nach als Sparringspartner reingekommen. Aber da hätte sich leider bei uns keiner bereit erklärt, die Rolle des Ringrichters zu übernehmen. Deshalb haben wir gesagt, komm, lassen wir das Ganze Sinn. Machen wir ihn anders. Und wir wussten auch, dass der Peter ja auch mehrere Singles besungen hat, mehrere Platten besungen hat. Und ein Lied davon wollen wir abends singen. Ringfrei zur nächsten Runde. Peter Müller. Ringfrei zur nächsten Runde. Ringfrei, jetzt komme ich. Und auch die nächste Runde. Bleib rechter Boxer frisch. Steig ich abends in den Ring und zähl die Leute, mache ich mir immer wieder eines klar. Wenn ich diesen Kampf verliere, dann scheinen die Leute, dieser Peter ist ein Flaschenexemplar. Und darum geh ich ab und kämpfe wie ein Mann. Ring frei zur nächsten Runde. Komme ich und auch die nächste Runde. Bleib recht und Boxer frisch. Beim Finanzamt hab ich öfter nicht zu lachen, denn die holen mir die halbe Börse weg. Frag ich die Beamten, ist da nichts zu machen? Sagen die Beamten, es hat keinen Zweck. Und darum geh ich ran und kämpfe wie ein Mann. Ring frei zur nächsten Runde. Ring frei, jetzt komme ich. Und auch die nächste Runde. Bleib rechter Boxer frisch. Nur zu Hause darf ich mich nicht übernehmen, denn die Boxhandschuhe trägt meine liebe Frau. Ja, die Süße weiß mich immer recht zu nehmen. Und auch ohne Kampf sind ihre Augen blau. Und geht sie richtig ab, bin ich kein armer Mann. Ring frei zur nächsten Runde. Ring frei, jetzt komme ich. Und auch die nächste Runde. Bleib rechter Boxer frisch. Und jetzt alle!